Old McDonald's, Svenny Omelette, immer noch kein weißer Hummer, aber Inbus-Verkackung, die zweite. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Gränke. Es ist tatsächlich heute früh, also es ist Vormittag. Ja, das haben wir letztes Jahr, glaube ich, die Jahre vorher auch immer schon gemacht, nach dem Finale nicht direkt nachts aufgenommen, sondern den nächsten Tag gewählt, einfach damit wir ein bisschen ausgeschlafener sind und nicht wegen Müdigkeit irgendwann abbrechen. Stichwort Müdigkeit, vorgestern konnte ich nicht nach der Sendung. Deshalb müssen wir es jetzt in einem Abwasch machen. Da war ich echt ein bisschen zu fertig. Die Woche hat sehr geschlaucht. So, aber das holen wir jetzt natürlich ein bisschen nach und sprechen nochmal kurz über Tag 15, dann über das Finale und ziehen so ein kleines Fazit. Und dann würden wir euch auch wieder entlassen für ein Jahr oder so. Genau. Tag 15 hat uns mit dem Auszug von Elena beglückt. Sie durfte jetzt aus dem Camp raus und traf auf ihren Freund. Wer ist das? Ja, halt so ein Typ. Ja, der sah ein bisschen komisch aus. Magst du? Naja, also soll ich den jetzt beschreiben oder was? Also ich fand, es sah eher ein bisschen nach RTL 2 aus, um ehrlich zu sein. Und ich hatte den zwar auch im Sommerhaus der Stars wahrgenommen, aber dann doch nicht so. Ich war dann doch irgendwie ein bisschen überrascht. Ganz, ganz gruselig. Ich finde, wir sollten das überspringen. Ich kann auch nicht so richtig, ich krieg zu schlechte Laune, wenn wir da jetzt drüber reden. Insbesondere dieses komische Video zeigen von dem armen Kind, das da irgendwie 2 Wochen von beiden Eltern ja auch noch zurückgelassen wurde bei der Familie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich sehr falsch an, auch wenn ich natürlich nicht in Entscheidungen fremder Menschen reinregieren möchte, ist es aber trotzdem hinterlässt es bei mir so einen komischen Beigeschmack. Ne? Es hätte ja auch, Papi hätte ja auch zu Hause bleiben können. Hätte ja auch, keine Ahnung, Oma mitkommen können nach Australien oder sonst wer. Da dachte ich mir so die ganze Zeit. Und deshalb war das so unangenehm, dass ich da immer ein bisschen weggeguckt habe und geguckt habe, ob ich nicht noch irgendwas vom Tisch aufräumen kann, so leere Chipstüten oder so. Web.de sagt, dass er Schichtleiter sei. Mike Heiter. Schichtleiter, aha. Und Reality-TV-Star. Als zweiten Beruf. Schicht, was sind für eine Schicht und wo? Fragt man sich da. Steht hier nicht. Also ich würde ja eher auf Nachtschicht tippen und dann irgendwo da, wo es halt nachts keinen Publikumsverkehr gibt. Oh, oder nee, gar nicht wahr. Schichtleiter tagsüber, weil der muss natürlich, also der Schichtleiter sitzt ja mehr oder weniger meistens im Backoffice und sorgt dafür, dass die Schicht läuft, oder? Ja, eigentlich ja. Genau, und dann gibt es auch tagsüber keinen Publikumsverkehr, deshalb ja. Kann das auch tagsüber sein. Ja. Eigenartiger Typ, lassen wir es dabei. Angetreten in der Dschungelprüfung von Tag 15, Krieg der Sterne. Daniela Büchner, Markus Reinecke, Raoul Richter, Prinz Damien, Sven Ottke. Es war die Gruppenprüfung, wo alle antreten mussten. Diese Prüfung kannten wir schon mal, die haben wir schon mal gesehen. Der Aufbau war wie folgt, es gab da so eine riesige Wasserplanrutsche, die war schon eingeschleimt und gemoddert. Die erste Kandidatin, das war Daniela Büchner, bekam 5 Sterne in die Hand, so aus Schaumstoff, und musste über diese Laufbahn rüber und musste ihren Stern finden, den ersten. Also so war auf dem Boden markiert. Währenddessen wurden so Gymnastikbälle, Wasserstrahl, anderer Schmodder reingesprüht. Es war eine riesige Wassersause. An diesem Stern angekommen, musste sie sich festhalten, also auf den Boden legen und die Sterne festhalten. Und der nächste wurde rausgeschickt, der zu ihr musste, sich die vier Sterne holen musste und zu also seinem Punkt. Ein Stern verblieb sozusagen immer genau. Bei der Station. Genau. Und so wurden dann 5 Sterne verteilt. Die mussten dann nochmal 1 Minute aushalten und dann war das gewonnen. Dementsprechend eine prinzipiell sehr actionreiche, aber auch sehr machbare Prüfung. Deswegen haben sie auch 5 von 5 Sternen geholt. Ja, Takeshis Castle-artig, haben wir letztes Mal gesagt. Ich fand die auch wieder sehr hervorragend. Die darf gerne wiederkommen.
Gerade vor der Aufnahme hast du ja gesagt, nein, wir sind ja nicht böse, wenn sich hier Prüfungen wiederholen. Und deshalb, lieber RTL, bring doch die Autofahr-Drei-Affen-Prüfung wieder zurück nächstes Jahr. Die vermissen wir sehr. Der große Preis von Milobaba. Willemba. Ja. Genau. Ja. Ja, da habe ich ein paar Fragen. Also erstens, klar, irgendwie alle Sterne geholt. Sehr schön war auch der Walk von Prinz Damien. Ja, grandios. Der einfach hochstolziert ist, bis er halt auch irgendwie von so einem Gymnastikball getroffen wurde. Sehr gut auch, dass Markus so ein Ding einfach voll in die Fresse bekommen hat. Das war schon sehr lustig. Aber dann kam ja auch da mussten die, glaube ich, 2 Minuten sogar ausharren, ja, in dieser Position, wo dann jeder seinen Stern auf dem richtigen Platz hatte. Raoul hat seinen Stern, ist nicht richtig gefunden und so. Aber es hat sich dann irgendwie, alle haben es ja geschafft. Und dann kam diese große Wassersause. Es wurde einmal so eine Riesenwelle Wasser gespült, was einige dann auch von ihrem Platz gefegt hat. Und ich frage mich, wie kann das denn sein? Was heißt denn mit, die müssen 2 Minuten, also die sollten ja 2 Minuten da aushalten, ne? Und wenn die weggespült worden sind, dann hätte es doch eigentlich vorbei sein müssen. Nee, die müssen am Ende der 2 Minuten dort wieder da sein. Und während der 2 Minuten versuchen sie aber ganz Zeit wegzuspülen. Okay. So, das war die Regel quasi. Ja, also eine recht dankbare Prüfung, vielleicht auch ganz gut, damit die einfach mal wieder was zu essen kriegen. Aber, vielleicht auch schlecht, weil die Stimmung nämlich einigermaßen schlecht war vorher, ne? Und vielleicht hat man damit wieder die Stimmung so ein bisschen ins Positive verkehrt. Naja, aber da hoffst du ja prinzipiell, dass die Nahrung der Treiber der schlechten Laune in diesem Camp ist, oder die fehlende Nahrung. Aber sie kamen ja wieder und Daniela hat dann noch erzählt, dass sie ja am längsten auszuhalten hätte. Und darauf waren wieder Markus halt genervt. Ja, das Essen gab es ja auch erst abends. Ja, aber auch nachdem sie gegessen haben, waren die ja alle auch nicht happy miteinander. Ich glaube, so richtig, also dass die Auswirkungen davon hätten wir erst in der Finalsendung sehen können. Ja, das stimmt. Ne? Aber davon, da gab es ja auch nicht mehr so viel zu sagen und tun. Aber es war schon so, die waren alle so ein bisschen glücklich, aber vielleicht wären die sowieso irgendwie glücklicher im Finale gewesen. Ich weiß es nicht, egal. Noch sehr interessant an Tag 15, wir kommen später nochmal zur Auswertung der Votings, der Telefonvotings, aber ich glaube, man kann schon mal festhalten, dass Dani sich den zweiten Platz dahin gelästert hat, indem sie sehr stark alles ausgeplaudert hat, was Prinz Damien ihr vor der gemeinsamen Prüfung irgendwie erzählt hat und so am Tag zuvor. Und Nachtwache. Wirklich alles Mögliche rumgeschossen. Das hat sie im Finale auch nochmal gemacht, als als Prinz Damien gerade zur Prüfung war, und sie mit Sven im Camp alleine war. Und seine Männlichkeit in Frage gestellt haben, weil er auf beide Geschlechter stehen würde. Das ist sowieso ganz, ganz eigenartig. Biphoben Boomer, ey. Ich habe sehr häufig, da ging es ja in den letzten Tagen um, was ist denn hier männlich und was ist denn hier weiblich, und man muss ja auch ein richtiger Mann sein und sowas, und da hat die Ziegler ja auch mitgemacht so ein bisschen, ne? Auch ganz komisch. Fand ich ein bisschen so, wirkt so aus der Zeit gefallen irgendwie, das ist das richtige Wort. Das ist so, keine Ahnung, wenn ich so Star Trek TOS gucke, ja, mit Kirk aus den 60ern, da erwarte ich sowas, ja? Und da gibt's wird auch mal hier Frauen auf den Po gehauen und so, und man prügelt sich in der Kneipe, ja? Und dann am Ende lacht man und trinkt irgendwie ein Whisky, so, ja? Wobei, die Kneipenschlägerei gab es auch noch bei Voyager, von daher. Da war die Kneipe virtuell, aber dann. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? So. Ja. Genau. Ja. Aber ich fand das wirklich widerwärtig. Und es war halt auch nicht so ein es war ja nicht so eins, oh, wir sitzen nebeneinander und ich erzähle dir noch ein bisschen, was er mir erzählt hat, und wir können ein bisschen drüber sprechen, sondern nein, die lagen da halt bräsig auf ihren Liegen
Und ja, und es war auch nicht so, war auch nicht irgendwie so, ach, der arme Junge, der tut mir so leid und was der mir alles erzählt hat, sondern, und ich finde das ganz, ich finde das so schade, weil ich finde den so nett und so, das ist irgendwie ganz komisch. Nee, das war nur, ey, stell dir jetzt mal vor, ey, ist ja komisch. Der hat ja auch draußen nichts, der will hier bleiben, der hat nichts, der hat nur sein Tanzen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung und seine Oma. Die Tiere. Ja. Und vor allem dann halt, aber da ist man ganz dankbar über den Schnitt von RTL, die immer wieder zwischen so Interviewhappen reingeschnitten haben von Daniela Büchner, ja, indem sie sagt so, naja, wenn ihr was Geheimes erzählt wird, dann wird sie das auch nicht weitererzählen. Das ist, da bin ich immer wieder sehr dankbar über die heutigen Möglichkeiten des Videoschnitts. Ja, und das wird, könnte auch ganz interessant werden beim hier, das große Wiedersehen. Heute Abend, ja, beim großen Wiedersehen. Obwohl ich das ja eigentlich nicht so gerne mag, ne? Das ist ja immer so eine Plastikveranstaltung. Aber Plastiker wird es doch in 2 Wochen. Ja, das stimmt auch. Egal. Also, was wir damit sagen wollen, das war wirklich eine widerwärtige Aktion und da hat sie sich wirklich so die letzten Sympathien verspielt und das hat man auch an den Voting-Ergebnissen deutlich gesehen. Du spoilerst schon wieder. Naja, ich spoiler nicht, sondern wie nennt man das? Ich setze einen hier. Cliffhanger. Ich vermeide, nein, ich hier sozusagen setze Interesse und vermeide Abschaltimpulse. Ach, beim so? Radio heißt es immer, man muss Abschaltimpulse vermeiden. Aber da müssen wir doch alle 4 Minuten sagen, wer wir sind und was sie hören. Sie hören den Dschungelpark, okay. Egal. So, das war Tag 15 im Wesentlichen. Sehr, sehr cool, weil auch noch ein bisschen gestritten wurde. Das kann man noch kurz besprechen. Und halt keine ewig lange Folge. Das darf man auch nicht vergessen. Bitte? Es war auch keine ewig lange Folge. Das stimmt, das war keine ewig lange Folge. Aber es wurde noch gestritten, es wurde sich gegenseitig angezickt, als man irgendwie zu fünft ins Dschungeltelefon musste, damit einem gesagt wurde, ihr geht alle zur Prüfung, hat Dani noch irgendwie zu Svenny gesagt, ey, hier, da sind noch die Tücher, nimm mal die Tüte mit. Und er hat gesagt, nö, mach ich nicht, ey, wenn du so ein Tier, du bist irgendwie unfreundlich und so. Und dann haben die sich ja gegenseitig angezickt. Das war schon ganz lustig und das war das, was ich mit hungrig meinte. Ich glaube, die waren alle so ein bisschen hangry. Ja, aber ganz ehrlich, das war halt, 3 alte Menschen streiten sich im Altersheim am Buffet. Das war auch so ein bisschen, sorry, dafür muss ich nicht Dschungelcamp anschalten, dafür gehe ich einfach in Rewe vormittags, um mir sowas anzugucken. Ja, das stimmt schon, das stimmt, das mag sein, aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen, war die Staffel so schwach, dass man sich daran schon ergötzt? Scheinbar. Okay, könnte sein. Tag 16, Dennis, das große Finale. Uhu, es begann damit, dass wir den Auszug von Markus und Raoul gesehen haben. So wie wir spekuliert haben in unserer vorigen Sendung, flogen tatsächlich 2 Leute raus. Ja. Und den Anfang machten Markus und Raoul. Man zeigte deren Auszug und weil Raoul ja mehr oder weniger keine Persönlichkeit hat und einfach nichts Interessantes hat, durfte er das Product Placement für McDonald's machen. Das heißt, beide sind zu McDonald's gefahren, er durfte aussteigen und Markus wollte auch schon aussteigen, wurde aber vom Ranger ganz hart wieder zurückgepfiffen und ins Auto gefercht und fuhr dann traurig guckend durchs Fenster vom McDonald's-Parkplatz. Das ist, glaube ich, für mich eine der besseren Szenen der ganzen Staffel. Aber dann saß Raoul da in McDonald's und hat so ein Englischschüler der 5. Klasse ein Menü bestellt und das, was ihm aufgesagt wurde. Und dann hat er mit seiner Freundin sich genussvoll für den Werbepartner den Burger reingezogen. Und dann denke ich mir so, nach 2 Wochen fast gar nichts fressen, das muss die Verdauung so richtig geil finden. Was ich ja viel krasser fand, war, also erstmal natürlich schön, dass man auch wieder die Leute in den Gasthof zum Goldenen M ausführt. Aber was ich so krass fand, war, seine Freundin hat einfach nichts gegessen. Sie hat sich ja nicht vertraglich dazu verpflichtet. Eigenartig. Aber er hat 2 Coke Zero bestellt. Wahrscheinlich wollte sie nur was trinken. Ja. Markus ist ja mitgenommen worden und irgendwie zu so einem Kumpel in so eine Kneipe gebracht worden. Ja. Und er hatte erstmal ein Bier getrunken. Ja. Das fand ich ja viel krasser. Erstmal so nach irgendwie 3 Wochen oder 2 Wochen Mangelernährung erstmal ein Bier drauf schütten. Ja. So ist das halt. Ist ja männlich.
ist männlich. Wow. Sie sehen mich gerade auf. Genau, aber ich meine, genauso wie es nach dem Finale auch wieder direkt Champagner gab, beziehungsweise für den Hartwig wieder ein Bier. Wahrscheinlich trinkt der Warsteiner, so wie der aussieht. Daniel Hartwig trinkt der Warsteiner. Sehr gut. Ja. Aber auch da denke ich mir, dann kommst du da irgendwie raus, bist einigermaßen ausgehungert und kriegst erstmal so Champagner reingedreht und danach gibt es ja wahrscheinlich noch ein, zwei mehr. Ja, natürlich. Das Lustige ist, die nehmen jetzt ja sozusagen ein paar Stunden, nehmen die ja dieses große Wiedersehen auf, ne? Also die Finalisten müssen ja jetzt irgendwie einer Dusche zugeführt werden, würde ich sagen. Interviews, ganz viele Interviews. Interviews, dann kriegen die was zu essen. Und dann abends diese bekloppte Sendung, aber ich kann mir vorstellen, dass da zwischendurch schon das eine oder andere Gläschen noch genommen wird. Deshalb frage ich mich immer, warum sind die so, also eigentlich müsste dieses Wiedersehen immer viel, viel mehr eskalieren, vor allem die drei Finalisten müssten eigentlich immer viel mehr durchdrehen. Naja. Ich glaube, die sind einfach nur furchtbar müde, die wollen das einfach hinter sich haben. Also ich habe das Gefühl, die sitzen da und denken sich so, mach das jetzt hier vorbei, weil die wollen tatsächlich, glaube ich, alle einfach nur schlafen in Ruhe. Und nochmal in Ruhe mit ihren Menschen sprechen. Mit ihren Menschen. Ich habe zwei Menschen gekauft. Na, der Prinz Damien wollte es ja in Rangeland ausgezahlt haben. Ja, da kommen wir noch zu. Ja. Was will er überhaupt ausgezahlt? Hast du schon gespoilert. Also, Dschungelprüfung, Dennis. Angetreten in den Dschungelprüfungen. Alles kann, nix muss. Daniela Büchner. Ohne Fleiß, kein Preis. Sven Ottke. Und Übung macht den Meister, Prinz Damien. Wie wir alle wissen vom RTL, schon seit 473 Staffeln dürfen sich die Camper ihre Prüfungen nicht aussuchen. Aber der RTL sagt immer wieder den Campern, sucht euch doch mal eine Prüfung aus. Und sie fallen drauf ein, immer, immer wieder. Wobei sie dieses Mal nicht so viel diskutiert haben. Ja, das stimmt. Und die Zuteilung ist, glaube ich, nicht so passiert, wie der RTL sich das gewünscht hätte. Ich glaube, ohne Fleiß kein Preis war für Sven Ottke vorgesehen. Der Claim, aber alles kann, nichts muss, glaube ich, für Prinz Damien, denn ich glaube, Übung macht den Meister. Ja, ja, ja. War für die Büchner vorgesehen. Als Titel, richtig. Die Büchnerin, naja, egal. Die erste Prüfung von Daniela Büchner war die schon bekannte Taucherglocke. Ja. In der Variation diesmal hatte sie eine Kiste vor sich gestellt, die war transparent. Da waren so zwei Löcher für die Hände drin, da muss man die reinstecken. In dieser Kiste waren dann so Getier. Drinnen war ein Stern festgeschraubt, den man mit einem Inbus abschrauben musste. Und die Besonderheit war, man bekam dieselben Tiere, die in dieser transparenten Kiste war, auch oben in die Taucherglocke. Das hat sie ein wenig an den Rand gebracht, weil das ist schon die Hardcore-Variante von Tiere anfassen. Ja, aber sie hat nur einen Stern errungen, und zwar den mit den grünen Ameisen, glaube ich, ne? Das hat sie geschafft. Ja. Was ich nicht, also Schlangen, okay, das... Hat sie geskippt? Das hätte ich auch schwierig gefunden, aber nicht so sehr am Kopf, sondern eher, glaube ich, an den Händen, weil man ja nicht so richtig reingucken kann. Ja. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist dieser Rattenekel. Das ist ja, das kann ich nicht, also ich kann verstehen, dass man auf einer Stadtratte hier in Berlin wirklich Bock hat. Genau. Aber das sind gezüchtete Ratten, die sind sauber. Ja, das sind doch ganz süße, kleine, flauschige Tierchen. Ja. Die sind auch nicht bösartig. Ja. Die kann man doch kuscheln und streicheln und wahrscheinlich freuen die sich auch noch, wenn man die krault. Ja. Weil das, was hier in Berlin an Ratten rumläuft, ist deutlich größer und deutlich ekliger. Ja. So. Manche fahren sogar U2. Ja. Und also vorne, für die fahren die U2. Ach so, ja, okay. Ja. Das erste. Sind die gut gelaunten BVG-Mitarbeiter? Die drei. Sozialdemokratischer Bildungsaufstieg, sage ich nur. Genau. Was ich am ekligsten fand, wäre halt die Kakerlaken gewesen. Da hätte ich es nicht mitgemacht. Weil die Viecher, die einfach überall reinsteigen. Und ja, du hast am Kopf halt schon Löcher. Das stimmt, aber das ist halt nur so ein Kopfding, ne? Der Witz ist ja, dass du halt dich gut auf deine Hände dann konzentrieren kannst, um das Ding loszuschrauben. Ich glaube, das geht schon irgendwie. Du machst halt die ganze Zeit so. Ja.
so viele Geräusche mit all deinen Öffnungen, die dir den Kopf so hergibt. Und kannst dich aber sehr gut auf die Hände konzentrieren und das da aufschrauben. Aber das hat ja wieder nicht geklappt. Also Invus in Prüfung hat nicht so gut geklappt, diese Staffel. Ja, scheinbar kein Product Placement zu Ikea. Dann kam der Zwenny. Ja, ohne Fleiß kein Preis. Die Fressprüfung. Ja. Ja, ich hab, schwierig. Ich also, bin kein Fan von Fressprüfungen. Ich auch nicht, aber Fressprüfungen, das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder feststellen können. Wenn man die gut schafft, erzeugen die beim Zuschauer sehr, sehr großen Respekt. Ja. Und es gibt Punkte. Ja. Es hätte wahrscheinlich zu den Ergebnissen, kommen wir gleich, nichts mehr am Endergebnis geändert, aber vielleicht ist es ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Ja, er hat einen Stern geholt. Ja, ich glaube, es war wieder dasselbe Problem wie Masse versus Zeit tatsächlich. Also haben wir gesehen, die Spinne, die er vernichtet hat. Ja, mit so einem Brutsack irgendwie. Oh, das war das Schlimmste, da haben sie es noch gesagt. Das ist so ekeltechnisch, glaube ich, gar nicht so, also es ist vor allem, was man gesagt bekommt, aber glaube ich von der Konsistenz und Masse Gedöns und von der Menge sehr, sehr beherrschbar alles. Das habe ich einfach nur vorgetrocknet. Ich glaube, wenn man es einmal zerkaut hat, ist es nicht so schlimm, aber ja. Man muss es ja vor allem diese Beinchen und so, das fühlt sich wahrscheinlich alles komisch an, bis man das runterschlucken kann. Ja. Aber dann war halt noch das übliche Kuhauge. Wir hatten genau, einmal reingebissen, weggelegt. Ja. Das war auch genauso bei irgendeine Plazenta. Schafsplazenta. Ja, hat er auch einmal reingebissen und weggelegt. Ich habe das fünfte nicht im Kopf, weil das letzte das Getränk war die pürierte Lunge. Da hat er auch nach einem halben Glas aufgegeben. Das war, da hat er ja, einen Schluck hat er genommen und dann gesagt, boah, nee. Ja, war ein bisschen schwach, ne? Ja. Muss man sagen. Und dementsprechend hat er daraus nicht profitieren können, glaube ich. Ja, dann kam Prinz Damien. Übung macht den Meister. Ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht eine Gefälligkeitsprüfung war. Habe ich auch drüber nachgedacht. Weil das war eindeutig die einfachste, ne? Ja, es war schon die einfachste. Es ist halt, vielleicht war es einfach auch die Prüfung mit den meisten Rangern und deswegen hat man die genommen. Das kann auch sein. Glaube ich, für die war das auch eine Prüfung, weil die guckten alle sehr, sehr komisch. Weil die Prüfung bestand halt darin, dass da so ein Wheel of Fortune, Glücksrad auf dem Boden stand. Also so ein Rad. Ja, irgendwie so eine überdimensionierte Petrischale. War. Ja, in die wurde er angebunden und von oben wurde, ja, Tierabfälle, Gedöns. Das Schleim und Getier. Schleim und Getier reingekippt. Und währenddessen wurde eine Pinata runtergelassen und die musste er zerhauen und daraus den Stern sich rausholen. Da war aber auch nochmal wieder Getier. Genau. Das ist halt, glaube ich, vor allem die Prüfung besteht halt drin, dass man einfach Kraft haben muss, in so einer komischen Position Pinatas aufzuschlagen. Man hat das gemerkt, so bei der, glaube ich, bei der dritten oder vierten Pinata, da fehlte einfach die Kraft für diese eine Form. Er hatte wirklich nur noch so, also ich kann sehr verstehen, dass es halt eine sehr anstrengende Prüfung ist. Genau. Aber das Witzigste an dieser Prüfung waren vor allem das Krummgeflirte. Vier Sterne hat er bekommen. Richtig. Nochmal ganz kurz. Und die Zitrone hat er, glaube ich, nicht aufbekommen. Das müsste die vierte gewesen sein. Genau. Da ist ihm ein bisschen die Kraft ausgegangen, aber ich glaube, die war auch einfach nicht so gut einzuschlagen. Die war ein bisschen zu dick. Also die Erdbeere hatte er sehr schnell danach auf. Richtig. Ne? Insgesamt aber, glaube ich, schon sehr beherrschbar und eine dankbare Prüfung, wenn man die machen kann. Genau. Viel Ranger-Geflirte. Und ich finde, es ist auch gut, dass das Camp jetzt vorbei ist, weil sich dieser Gag so langsam auch begann, irgendwie tot zu laufen. Das stimmt. Ne? Wenn das jetzt noch so 3 Tage weitergegangen wäre, hätten wir auch gedacht, ja komm ey, boah, denk dir mal was Neues aus oder so. Das hat man schon ganz gut so gewählt, finde ich. Ja. Aber zum Ende hin war es nochmal ein sehr gutes Finale. Ja. An der Zeit. Dann gab es zu essen. Man hat sich gefreut. Das Essen sah auch wie immer sehr lecker aus, muss man sagen. War auch wohl lecker. Und dann sind die auch schon ins Bett gegangen und das war's. Mehr kam gar nicht vor, ne? Dann die Votings. Ja. Na, du musst dir ja vorstellen, dass die Verkündung irgendwann da um 8 Uhr war. Und dann sind die über den Tag verteilt halt vor allem einzeln halt zu diesen Prüfungen gegangen und zwischendurch Interviews. Ich glaube, der Tag bestand einfach darin, halt das Finale mehr oder weniger vorzubereiten. Naja, klar, ist schon klar, aber es gab ja auch nicht
Man hat keinen alten Content verwertet nochmal. So, das ist das. Genau, und man hat auch nicht irgendwie, also was ich sowieso sehr, sehr, sehr erstaunlich fand, man hat in dieser ganzen Staffel nie richtig gesehen, wenn die abends mal zusammen gegessen haben, ne? Das stimmt. Wie sie was zubereitet haben zusammen und so. Okay, die haben jetzt auch nicht so viele Sterne sich erspielt, aber dennoch fehlte das irgendwie so ein bisschen. Hier fehlte, was auch fehlte, war, wenn so Leute wie Prince Damien, also Prüfungen wie die letzte bei Prince Damien abgelaufen sind und die so vollgeschleimt waren, dann haben sie sich ja immer sauber gemacht, ne? Haben sie auch nicht. So, es fehlte mir auch irgendwie so ein bisschen dieses, ich erzähle von der Prüfung, während ich mich wasche oder so, sind in den Tümpel gesprungen, das hat man vielfach gesehen. Das gab es diese Staffel auch nicht so richtig. Das fand ich irgendwie ein bisschen eigenartig. Also die haben das Erzählen von den, ja, ich habe so und so viele Sterne, ja, alles klar, okay. Werbung, nächster Prüfer. Ja, war ein bisschen komisch. Ja, dann wurde als erste rausgewählt die Büchnerin. Ja, wie wir eben gerade ansprachen, schon eigentlich völlig zu Recht. Genau. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Dann Sven Ottke. Ja, als Platz 2. Wo ich mir immer noch frage, wie hat der es eigentlich ins Finale geschafft? Ich glaube ganz einfach, er hat einen Teil der Zuschauer damit angesprochen, dass er sein Geld für seine Stiftung komplett spendet. Ja, das glaube ich auch. Und ansonsten würde ich aber sagen, war der eigentlich immer ziemlich ruhig, ne? Man konnte ihm jetzt nicht so richtig irgendwas übel nehmen. Ja. Und als er dann wütend geworden ist und die Büchnerin attackiert hat, da war sie auch schon über. Ja. Ich glaube, das hat ihm auch nochmal geholfen. Richtig. Ne, dass er zum richtigen Zeitpunkt wütend wurde und sich gegen die Richtige gewendet hat. Das könnte ihm auch nochmal so einen kleinen Push gegeben haben. Genau. Aber ansonsten eher unscheinbar. Ja. So. Und dann unser Dschungelkönig Prince Damien, wie von uns quasi schon seit 17 Wochen prognostiziert, wurde er gewählt. Was eigentlich komplett nachvollziehbar. Er ist einfach grundsympathisch, hat wenig eklig gelästert. Ich glaube, er hat auch allgemein wenig gelästert. Wie von der Zyklo festgestellt wurde, hat er erst im Finale geweint, sonst hat man ihn nie weinen sehen. Das stimmt. Also er war immer gefasst und hatte immer gute Laune und hat sich scheinbar, das hat auch Spaß gemacht, dort in dieses Camp zu gehen. Und das hat man ihm auch ehrlich abgenommen. Und man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er hier jetzt ist, weil er irgendwie jetzt Geld braucht oder Aufmerksamkeit, was er wahrscheinlich auch braucht, aber es war halt nie am Ende trotzdem nie sein sichtbarer primärer Treiber, sondern es war einfach eine Grundherzlichkeit, die man einfach nur mit der Regentschaft krönen kann. Stimmt, er fand es relativ gut da, das hat er mehrfach gesagt. Vielleicht auch das ein Punkt, weswegen er so gut abgeschnitten hat und weswegen Sven auch gut abgeschnitten hat, weil der hat ja auch immer wieder herausgestellt, das ist zwar alles ein bisschen nervig mit dem Hunger und so, aber eigentlich ist doch ganz cool hier. Ja, muss ich auch vorstellen, das ist halt immer noch nicht der wirkliche Dschungel. Das ist ja einfach nur abgesperrtes Waldgebiet. Natürlich, klar. Ja. Klar, das ist halt so ein Camp, das man da aufgebaut hat. Ne? So, das ist so ein Feriencamp. Und ich kann mir auch vorstellen, das haben wir auch schon öfter besprochen, dass das da ganz spaßig ist eigentlich. Und das sind, glaube ich, wenn ich jetzt mich so dran erinnere, die ersten beiden, die das mal so richtig thematisiert haben. Ja. Ist doch ganz nett hier, unser Feuer, da können wir irgendwie so baden und so. Und dann, ja. Naja. So. Er wurde dann noch nach oben in das Baumhaus geholt und ist dann komplett in Tränen ausgebrochen und so. Und wurde dann gefragt, wie er das Geld dann ausgezahlt haben möchte. Und er sagte dann nur in Rangern bitte. Oder er wurde gefragt, ob er es in Rangern haben möchte. Oder in Ranger? Ja, bitte. Und er hat nochmal ganz großzügig scheinbar in dem Moment 20.000 Euro für Dr. Bobs Organisation gespendet. Ich glaube, RTL wird das in die richtigen Wege leiten. Aber eben, scheinbar war das tatsächlich, er hat das dann noch gesagt, er fühlt sich sehr verbunden und was hier los war und es hat ihm sehr viel Spaß gemacht und quasi als Zeichen davon spendet er 20.000 Euro. Und sehr lustig noch, der Legat hat ihm ja seine Nieten wiedergebracht. Ja. Und dann auch noch Küsschen links, Küsschen rechts und Prinz Damien kannte ihn nicht. Er hat einfach auf Englisch mit ihm gesprochen. Na, er sieht ja schon ein bisschen aus wie so einer der Ranger, oder? Ja, aber was ist jetzt? Legat ist jetzt also offenbar offiziell Teil des Teams da, ja? Na, Ensemble, sagt man, glaube ich. Ensemble. Ja, ja.
Scheinbar. Also er hat bei der Stunde danach, ich habe das noch gesehen, wurde er nochmal interviewt und meinte so, ja, es war einfach total lustig und freut sich irgendwie da jetzt mitgemacht haben zu können. Sehr, sehr, sehr dankbar darüber. Es kann sein, dass nächstes Jahr vielleicht ausgelutscht ist, die Nummer, aber also das RTL meint so, nee, das war jetzt ganz lustig, aber das rechnen wir, aber. Ja, aber war ja letztes Jahr auch schon dabei, ne? Ja, es war aber, glaube ich, ein oder zwei maximale Auftritte. Jetzt war er wirklich, wirklich hart eingebunden in das Programm. Er war halt Auftritte dort, bei der Stunde danach jedes Mal, also jeden Tag dabei. Er war schon tatsächlich stark eingebunden. Also kann mir gut vorstellen, dass es da weitergeht jetzt. Ja, schauen wir mal. Also, wir können ja mal von hinten nach vorne. Also, ja. Das Finale war ziemlich klar. Prinz Damien 80%, Sven Otke knapp unter 20. Ja. Als sie noch zu dritt waren, hatte Prinz Damien 71%, Sven Otke 16 und die Büchnerin knapp 12. Knapp 12. Lustig zu sehen. Von der Büchnerin sind dann auch nochmal 3/4 ihrer Stimmen auf Prinz Damien gegangen, ne? Und nur 1/4 auf Sven Otke. Ja. Und da muss man sich ja schon fragen, was sind das für Leute, die die Büchnerin wählen und als zweite Wahl Prinz Damien haben? Da ist doch auch irgendwas nicht richtig. Da liegen ja nun Welten dazwischen, würde ich sagen. Ja, aber das ist doch hier Präferenzwahl. Erst wählst du den Kandidaten, die Kandidatin, die auch richtig Bock hast. Und Platz 2 ist der, naja, der Vernunft. Die Vernunft. So, vorher unter 5 war es noch so, dass die Büchnerin und Sven Otke je knapp 20% hatten. Also da war es, da merkt man, und Prinz Damien 35%, die beiden rausgewählten hatten so 12 und 14, aber da waren die beiden noch gleich auf, ne? Wohingegen jetzt im Finale dann schon deutlicher Unterschied von 5 Prozentpunkten aufgetaucht ist. Und da muss man sagen, das wird diese Lästerei gewesen sein, was ich vorhin ansprach. Damit hat sie sich eindeutig nicht unbedingt den zweiten Platz, aber auf jeden Fall eine gute Chance um den zweiten Platz genommen. Ja, definitiv. Und ja, Prinz Damien hat am Tag davor, als es noch 6 waren, das war der erste Tag, an dem er von den Zuschauern so richtig mit Abstand nach vorne gewählt wurde. Da stand eigentlich schon, hat sich abgezeichnet, dass er der Sieger sein würde mit knapp unter 30% und der zweite nur mit Sven Otke mit 16,5%. Und vorher war es alles sehr ausgeglichen, fand ich, alles sehr ausgeglichen. Mhm. Wenige Prozentpunkte Unterschied. Also wir haben hier eine Varianz, zum Beispiel an dem Tag, an dem wie war das denn? Das ist. Sag mir genau, den Namen, dann sag ich dir den Tag, das Datum. An dem. Na, wir haben hier zwei. Ganz eigenartig. Wir haben hier zwei. Sag mir, wer als letztes unter der Liste steht. Als letztes auf der Liste. Dennis, guck mal, diese zwei Ausschnitte da ganz unten, ne? Da ist jeweils nur Marco durchgestrichen. Das liegt daran, dass ich den Screenshot eine Sekunde zu spät gemacht habe. Das war Tag 18. Da ist Marco rausgeflogen. Da kam gerade der Strich reingezogen. Okay. Da macht man einmal die scheiß Mühe. Sorry. Man musste ja auch diesmal ein Video gucken, RTL. Ja. Ein Video gucken, um diese Voting. Seid ihr bescheuert? Also, ich spreche von dem Tag. Wo ist er denn? Genau, an dem Sonja Kirchberger da unten auf der Liste steht und noch nicht durchgestrichen war. Wahrscheinlich ist sie da rausgeflogen. Das ist Tag 21. Januar, da ist sie rausgeflogen, genau. So, da war Elena ganz vorne mit 14,96% und Sonja Kirchberger mit 7,18% ganz hinten. Und dazwischen tummeln sich ja noch Raoul, Anastasia, Claudia, Sven, Markus, Prinz Damien und die Büchnerin. Also man kann sehen, das war sehr gleich auf, ne? Ja, ja. Das war sehr, sehr gleich auf. Und es hat auch durchaus gewechselt. Auch ein Markus Reinicke war tatsächlich mal, hat mal einen Tagessieg abgeholt. Vorher die Büchnerin auch. Schon ganz interessant. Spricht für einen sehr ausgeglichenen Cast dieses Jahr. Habe ich es auch empfunden. Nur zur Einordnung, warum Markus an dem Tag gewonnen hat, das war der Tag, an dem seine Prüfung gezeigt wurde. Gefahrstuhl. Das wurde honoriert. Ah ja, okay. Ja, das ergibt Sinn, genau. Also ein sehr ausgeglichener Cast, auch sehr ausgeglichen angenommen von den Zuschauern. Stellt sich die Frage,
Ist das ein Hinweis darauf, dass wir dieses Jahr keine richtigen Stars im Camp hatten? Ja. Hatten wir jemals richtige Stars? Abseits von der ersten Staffel. Es gab schon mal so eins, zwei, die rausgestochen haben, ne? Na, Sven Otten sticht schon raus. Das ist schon, der hat ja tatsächlich, also der hat ja Bekanntheit. Und auch keine Geldsorgen. Ja, so. Und es gibt immer einen, der nicht pleite ist. Ja. Und selbst Claudia Norberg ist jetzt nicht komplett unbekannt und der kann man also Poppy- Dennis, Moment. Warte. Also, Moment. Jetzt wird's ja ein bisschen albern. Jetzt Claudia Norberg ist nicht völlig unbekannt, ja? Ich nenne da einfach nur mal so Namen aus der Vergangenheit, ja? Werner Böhm, Costa Cordalis, Daniel Kübelberg, erste Staffel, ja. Ja, aber ich sag, wie gesagt. Desiree Nick. Die erste Desiree, Staffel zählt nicht. Warte. Desiree Nick, Harry Weinfurt, Dolly Buster, zweite Staffel. So, ja, ich lese nochmal vor. Dann dritte Staffel, Michaela Schaffrath, Eike Immel, ja. Oder auch, meinetwegen Björn Hergen Schimpf, DJ Tomek. Später, in der Mathieu Carrière, Rainer Langhans, so, und jetzt sagst du, und jetzt, ich nehme nur so ein paar Namen vorgelesen, und jetzt sagst du mir, naja, Claudia Norberg ist ja auch nicht so unbekannt. Dennis, ich glaube, du hast über die ganzen Jahre Dschungelcamp, die du dir jetzt reinziehst, ist bei dir echt ein bisschen was schiefgezogen in der Birne. Naja, aber ich sehe es quasi, ich lebe im Hier und Jetzt, und im Hier und Jetzt ist Claudia Norberg schon bekannt. Der war doch nicht so bekannt wie Rainer Langhans, spinnst du? Na, aber doch nicht beim gemeinen RTL-Zuschauer. Rainer Langhans ist ja quasi... Nee. Brigitte Nielsen, Alter, willst du mich verarschen? Ja, aber die war auch teuer. Deswegen hat das RTL nie wieder gemacht. Und hat sie nicht geliefert. Das ist das Schlimme. Gut. Und Allegra Kurtz. Ja, aber es ist schon die letzten Jahre das Problem gewesen, dass die Mischung eigentlich relativ klar ist. Es ist immer irgendjemand von Bachelorette oder Bachelor, GZSZ, Sport, irgendein Reality-Leute nochmal aufgefüllt, Jobmodel. Ja, das ist ein bisschen so eine Mischung. Und Ex-Erotik-Model. Dass es so eine Mischung geben kann und sollte. Oder dass es eine Mischung geben sollte, muss man sagen, ist ja eigentlich völlig klar und liegt auch mir auf der Hand und ist auch richtig, finde ich. Aber ich finde, es stechen schon so über die Jahre, gibt es jetzt immer weniger so Persönlichkeiten, die man da auch irgendwie, weiß ich nicht, wo man es irgendwie nicht erwartet hätte, dass sie da hingehen oder so, ja. Und wenn man so einen Coup hat, wie zum Beispiel jetzt den ehemaligen Bundesverkehrsminister, dann aber auch nur, weil der so extrem gescheitert ist. Der ist einfach, genau, der ist einfach furchtbar pleite gewesen. Sonst ist, glaube ich, jede Politikerin, jeder Politiker relativ klar, was es bedeutet, da reinzugehen in das Camp. Das ist einfach vorbei mit der Karriere politischen. Also, den nimmt ihn halt keiner mehr ernst. Und das ist, glaube ich, das Problem, warum jetzt RTL gerade keine richtigen Prominenten bekommt, ist, die wissen halt alle genau um die Konsequenzen. Und wenn sie nicht komplett abgehalftert sind, und die komplett abgehalfterten Promis haben wir mehr oder weniger durch, wenn sie nicht tot sind. Die haben wir nicht durch, so ein Quatsch. Und nein. Da gibt's immer noch jede Menge Gold zu heben. Man muss sich aber nur ranwagen. Ja, aber ich glaube so, dass der RTL da sitzt und sich denkt so, wir könnten jetzt so richtig mal, und ich glaube, die haben da schon Leute, die ganzes Jahr ackern und so Leute ranzufügen. Und dann hat man halt irgendwann merkt man so, wir sind so zwei zu kurz. Ja, dann mach noch hier die Anastasia irgendwas und hier Toni Trips. Ich habe die letzten. Pass mal Instagram auf. Gesehen. Ja, genau, das ist doch Quatsch. Aber man muss doch nach den Sternen greifen, Dennis. Weißt du, was ich im Dschungel sehen möchte? Ich weiß, aber Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ja, aber in einer Staffel. So voll Mike zwei Krüger. Nasen tanken super. Zwei Nasen tanken Fischschleim, ja? Aber der Gang ist dann sofort ausgereizt. Nein, der ist nicht ausgereizt. Weil die, kennst du nicht die Backstory von denen? Dass Mike Krüger sehr gerne an Thomas Gottschalk zurückdenkt, aber Thomas Gottschalk der Riesenstar wurde, Mike Krüger aber nicht so richtig. Und
Thomas Gottschalk Mike Krüger aber immer so ein bisschen ignoriert hat und so über die Jahre und auch sehr, die haben sich wohl irgendwie zwischendurch mal getroffen und so ein bisschen ausgesprochen oder so, aber da ist schon, da ist was verloren gegangen über die Jahre und da ist sehr viel Traurigkeit spielt in dieser menschlichen Beziehung eine Rolle und sehr viel Enttäuschung und so. Und dann sind das halt einfach mal zwei relativ große Prominente, die auch schon, muss man auch bei Gottschalk sagen, der hat in den letzten Jahren auch schon stark an Glanz verloren, ja. Das muss man wirklich sagen. Das kommt doch jetzt wieder. Ja, einmal, genau. Aber ich finde, der muss halt in den Dschungel, ja, gemeinsam mit Mike Krüger. Das wäre wahnsinnig toll. Wahnsinnig toll. Alleine, was die Leute versuchen könnten aus dem Tommy rauszuziehen. Die Hütte in Malibu abgefackelt, ja. Die Frau nach 50 Jahren verlassen, für eine neue. Öffentlich gesagt, dass man daran zweifelt, ob das jetzt der richtige Move war oder nicht. Diese zwei Autobiografien, die er veröffentlicht hat. Wahnsinn. Das wäre, wie ich, ein High-Profile-Kandidat für den Dschungel. Den muss man überreden. Und das geht, glaube ich, nicht nur über Geld. Den muss man irgendwie packen. Am Ego packen. Aber sowas, dahin müssen die Leute ziehen. So, und jetzt denk mal darüber nach und dann guck nochmal auf die Liste. Kurzer Einwurf. Die Jahre davor hast du immer gesagt, Rudi Assauer. Ich erinnere nur daran. Aber leider hat es nicht mehr gereicht. Er hat es nicht mehr geschafft. Ja. Hat es nicht mehr geschafft, Rudi Assauer. Clemens Tönnies. Ja? Ja, aber den kennt doch keiner. Naja, aber das wäre vielleicht auch, oder das wäre ganz geil. Solche Leute, weißt du, die halt nicht so bekannt sind, die aber in ihrer kleinen Nische, in der sie bekannt sind, weiß man, dass das total die überdrehten Hysteriker sind, die jetzt da richtig durchdrehen können. Ich denke da an Hassan Ismail, oder Ismaik, wie der heißt, der Investor von TSV 1860 München. Ja, dieser, das ist ja Geld. Dieser arabische Multimillionär. Ja, da geht's nicht ums Geld, da geht's ums Ego. Den musst du am Ego packen und dann musst du da hingehen und völlig durchdrehen. Solche Leute musst du da haben, weil da schon völlig klar ist, der lässt sich das alles nicht bieten und geht vielleicht nach dem dritten Tag und schreit rum, aber hinterlässt einen Scherbenhaufen. Wahnsinnig toll. Solche Leute müssen die ziehen und nicht irgendwie Platz 19 bei DSDS im Jahr 2021 oder so. Das interessiert doch keine Sau, wer bei dieser Kackshow noch antritt. Hast du dir das mal angeguckt, DSDS? Ja, ich habe das 10 Minuten immer vorher. So, selbst bei diesen ersten Castings, die es da gibt, ist es ja nicht mehr so, dass da halt viele einfach irgendwo vor so einer Wand singen und ein paar dürfen vor die Jury treten. Die jetzt bei der Jury gezeigt werden, da wird immer eine Story zu erzählt. Gut, das gab es früher auch, aber vor allem wird das ganze Eingesungene danach nicht einfach genommen, wie es ist, sondern es wird nochmal fett ausproduziert. Ja, deswegen, ich habe das nie geguckt. Ist absolut albern. Also wirklich eine solche Kackshow. Die ganzen interessanten, lustigen Momente kamen doch daher, dass da halt so viel Scheiße passiert ist, über die man sich lustig machen konnte. Da will man auch nichts mehr dem Zufall überlassen. Man traut sich nicht mehr, auch mal natürlich wahrscheinlich, weil man weiß, dass das Format langsam durch ist. Aber ganz schlimm. Ich zerrede mich gerade komplett. Ich bin völlig wirr. Oder was ich auch gerne hätte, sowas wie Olli Schulz in 5 Jahren, weißt du? Den kennt doch auch keiner. Aber da weiß man auch schon ganz genau. Das ist halt auch so ein Typ, der rastet dann halt auch mal aus und ist extrem emotional und lässt sich vieles nicht bieten. Und entschuldigt sich dann auch 2 Stunden später wieder, weil er merkt, das war jetzt irgendwie nicht so cool, wie ich mich gerade verhalten habe oder so. Aber solche Leute, die halt komplett ausrasten und ein bisschen neben sich stehen. Aber ich glaube, der ist halt jetzt, der hat in den letzten Jahren, war da sehr, sehr prominent, ist er natürlich immer noch und auch sehr gut im Geschäft, der hat das nicht nötig. Aber in 5 Jahren vielleicht könnte dann so ein bisschen sein Stern so ein bisschen wieder verglüht sein. Was heißt verglüht, aber er hat nicht mehr diese Massenaufmerksamkeit, auch weil er jetzt irgendwie auf die 50 zugeht und so. Und dann müsste man versuchen, ihn abzugreifen. So, da muss der Dschungel hin. Die Leute muss er kriegen. Der Dschungel soll quasi deine Kindheitsstars versammeln. Nein, Olli Schulz ist doch kein Star meiner Kindheit, Alter. Ich hab's zum ersten Mal gesehen, da war ich schon volljährig oder fast volljährig zumindest. Naja. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, der fehlenden Stars am Ende ist. Es ist einfach, glaube ich, das Dschungelcamp hat nicht mehr diesen Skandalreiz.
die paar Skandilchen, die irgendwie Bild versucht zu produzieren, die verpuppt. Helmut Berger, Winfried Glatzeder. Ja, aber die waren alle abgehalftert und die hat man einfach, weiß ich nicht, überrumpelt bei der Vertragsunterschrift. Die waren doch alle senil schon. Oder halt auch so geile Typen aus. Rolf Zacher übrigens auch, ne? Gunter Gabriel, was für ein geiler Move. Aber, oder halt solche Leute ausgraben, die man von früher kennt, die aber seitdem komplett tot waren. Wie Ricky Harris zum Beispiel. Das passiert ja aber der hat auch doch irgendwie seine Nische gefunden und der ist jetzt erfolgreich. Der, also, also das ist, glaube ich, einfach. Ich glaube, kein kluger Manager oder Managerin empfiehlt, da reinzugehen. Und da, also ich habe mir den Eindruck, da wer da drin landet, der hätte sehr, sehr schlechte Beratung. Naja, oder man ist halt Prince Damien und kriegt direkt von ITV die nächste Show angedreht, ne? Ja, sehr, sehr schön. Man kann sich jetzt bewerben online. Genau. Bei ITV. Und zwar suchen sie Singles für Prince Damien. Du musst zwischen 25 und 40 Jahren jung, ungebunden, abenteuerlustig und offen sein. Das Geschlecht ist egal, das wissen wir ja. Du sollst dich da bitte bewerben mit Foto und Video und was du dann an Prinz Damien interessant finden könntest. Und dann genau. Sehen wir verlinken das. Ja. Wir verlinken das. Bewerbt euch bitte, ja, bewerbt euch bitte. Wir verlinken das unter der, hier irgendwo im Text, Shownotes, keine Ahnung, irgendwo wird es stehen. Und schreibt uns eine E-Mail an prince@dschungelpodcast.de. Damit wir wissen, dass ihr euch beworben habt. Und schreibt uns natürlich auch, wenn ihr da irgendwie zum Casting geht. Wir wollen gerne die Erlebnisse von euch mitgeteilt bekommen, um ein bisschen vorbereitet zu sein auf die Show. Und vielleicht kann man ja was draus machen. Das wäre irgendwie ganz lieb. Bewerbt euch auf jeden Fall. Haltet uns auf dem Laufenden. prince@dschungelpodcast.de. Wäre ganz, ganz lieb. Ja. So. Bleiben nur noch die Quoten, glaube ich, ne? Ja. Aber da zeichnet sich auch eigentlich mehr das, was deine Theorie ab, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen die Staffel so ein bisschen nicht so die Glanzlichter hatte, so wo Leute sagen, oh, die möchte ich gerne sehen, wie der sich quält. Weil die Quoten waren am Anfang kurz über 40%, aber sonst kratzten sie immer mal wieder dran, aber sind nie rübergegangen. Und es gab halt die klassischen Sonntagsfolgen, die irgendwie bei 30 rumgedümpelt haben. Daher. Also es war sehr konstant, vor allem in der werberelevanten Zielgruppe war es sehr konstant zwischen, also das Schlechteste war glaube ich 30,7. Ja. Wenn man das rausnimmt und das beste Ergebnis von 40,3, die erste Sendung, wenn man das rausxt, dann ist man immer so im Bereich 34 bis 38 Prozent. 39 gab es auch einmal, also irgendwo dazwischen, sehr konstant, keine großen Ausfälle. Aber wenn ich das richtig erinnere, hieß es immer, naja, der RTL muss schon über 40% erzielen, damit sich das einigermaßen rentiert, weil diese Produktion enorm teuer ist. Ja. Ja. Ich hoffe, das ist kein böses Omen. Wir gehen jetzt die Quoten nicht im Einzelnen durch, aber ich finde, man sieht schon so ein bisschen, wo man ansonsten ja immer durchaus die 40 ab und zu mal gerissen hat, dass diese Staffel nicht so richtig gut war. Letztes Jahr haben wir gesagt, 2 minus, Dennis, wo würdest du jetzt landen in deiner Bewertung? Mein Eindruck ist ja dummerweise von Daniela Büchner gefärbt. Wenn ich die abziehen würde von meiner Bewertung, dann wäre das wohl eine gute 3. Eine grundsolide gute 3. Es war jetzt nicht ultra schlecht, aber es war jetzt auch nicht ultra gut. Gerade Prince Damien hat viel rausgeholt, aber das Ganze ist so einen dicken Schleim übertüncht, den so Daniela Büchner die ganzen 2 Wochen ausgesondert hat. Und das macht es mir ein bisschen schwierig. Deswegen weiß ich nicht, 3 mit Schleim. Lustig. Also ich gebe eine 4+ für die Staffel. Das war ausreichend, finde ich. Da, man konnte auch sehen, dass mehr möglich gewesen wäre, ist aber leider nicht passiert. Ohne die Büchnerin wäre es, glaube ich, schlechter geworden, weil die schon Unterhaltungswert gehabt. Ich fand die auch ganz schlimm, ganz schrecklich. Obwohl wir am Anfang ja beide gesagt haben, auch die wirkt gar nicht unsympathisch. Da haben wir uns aber massiv getäuscht. Also massiv getäuscht. Was auch sehr schnell klar wurde.
Aber die hat halt Unterhaltungswert mitgebracht, auch weil andere Leute auf sie reagiert haben. Ne? Das darf man nicht verkennen. Für die Produktion insgesamt war die schon nicht schlecht. Und ohne sie wäre es, glaube ich, richtig, richtig langweilig und düster geworden. Weil die ja auch mehrere Beziehungen in verschiedene Richtungen hatte, wo es Probleme gab. Leider sind die alle nicht so richtig gezündet. Ne? Ernesto Monte hat offenbar nicht den Aufreger ins Camp gebracht, wie der RTL sich das gedacht hatte. Naja, also ich würde sagen, 4+, es war in Ansätzen erkennbar, dass da mehr gegangen wäre, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Es ist immer so eine Ansätze geblieben, gute Ansätze und nicht mehr passiert. Ich finde, vielleicht muss man sich auch jetzt mal Gedanken machen, wenn man schon nicht an Thomas Gottschalk und Mike Krüger rankommt, die ich gerne in einer Staffel nächstes Jahr haben möchte, dann ist mir auch der Rest egal. Dann kann das alles aufgefüllt sein mit Tony Tripson. Fürs Protokoll, ich habe die Augen gerollt. Ja, okay. Dann muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man nicht irgendwas so ein bisschen verändert an dem ganzen Bums. Vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung... zumindest für so ein paar Tage, wenn man diese wahnsinnig langen Episoden macht, ein bisschen mehr in Richtung Großbritannien schielt, was ja mehr so eine Action-Show ist. Ja, würde ich auch sagen. Mehr Takashi Castle, einfach mehr, ein bisschen mehr Spiele, einfach ein bisschen mehr was fürs Auge, weil diese 10 Minuten, 15 Minuten Prüfungen, wo irgendjemand durch einen dunklen Raum tapst, ey, da schalten Leute ab. Na, wir haben es ja, was war das noch? Auszug, in einer Folge hatten wir es, da habe ich es doch mal gestoppt, irgendwie Auszug und Dschungelprüfung. Haben brutto 40 Minuten gefressen. Das ist zu lang. Das ist viel zu lang. Das muss doch eigentlich jedem auffallen. Ja? Also da war eine Werbepause dazwischen, aber die lass die 7-8 Minuten lang gewesen sein. Oder so. Das war netto schon über eine halbe Stunde. Genau. Also irgendwie muss man da, muss man sich da ein bisschen was überlegen. Die Sendung kürzer machen wäre natürlich ideal, insgesamt. Aber ich glaube, das geht nicht, weil die das finanziell ausschlachten wollen, müssen, irgendwas dazwischen wird sein. Ne? Die brauchen einfach die Werbekohle und machen es dann so lange, wie es geht. Also da muss der RTL irgendwie ein bisschen was ändern. Ja, ich glaube, so Ansätze, Snake Rock, Main Camp, also dass man das Camp vielleicht nochmal ein paar Tage vorher aufteilt und mehr Actionprüfungen oder überhaupt mehr Schatzsuchen einfach macht, ich glaube, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich, weil diese ewig langen... Ich glaube, nee, nicht so viele Schatzsuchen, das fand ich gut. Es gab dieses Jahr keine Nachtschatzsuche, das hat mich genervt. Ja. Aber dass es Schatzsuchen nicht so viele gibt, finde ich ganz gut, weil das halt oft als Lückenfüller missbraucht wird. Und man hätte es hier wirklich sehr gut einsetzen können, da hat man noch ein paar Chancen vertan, fand ich. Man hätte sehr gut, als es richtig gekracht hat, oder was ist richtig gekracht, aber als es halt nicht so cool war, zwischen den beiden irgendwie mit Anastasia und Dani direkt am Anfang eine Prüfung in der Nacht hier Sven und Elena Schatzsuche machen können. Sven und Elena. Sven, Elena, genau, das hätte man auch machen können, das wäre unterhaltsam geworden. Richtig, darum ein paar Chancen vertan, aber insgesamt möchte ich nicht so viel davon sehen. Und ich glaube, in zwei Camps aufzuteilen ist auch keine coole Idee. Was man aber machen könnte, ja, wäre einfach, die in einem Camp in zwei Teams aufzuteilen. Völlig willkürlich. Die kriegen einfach unterschiedliche Farben an und kämpfen immer gegeneinander. Und es ist verboten, Essen zu teilen. Die müssen aber im gleichen Camp sein. Ja, die Idee hast du schon mal geäußert. Ich glaube, dass die nicht praktikabel ist, weil daran werden die sich nicht halten. Die werden untereinander sich doch verbünden. Und was dann? Alla, heute gewinnen wir, heute gewinnt ihr, oder was? Entweder das oder es wird doch Essen geteilt. Ja, aber dann ist doch ganz klar, was passiert. Das muss man dann halt auch eskalieren lassen, ne? Ja, aber welche Möglichkeiten der Sanktionierung hat RTL? Luxusgegenstände einziehen und dann was die Hängematten einziehen oder was? Und wer nicht richtig mitspielt, kriegt gar kein Essen. Also sind zwar Sterne erspielt worden, weil die sich gegenseitig das zugeschustert haben, aber gibt's halt keine Belohnung dafür. Ja, aber ich glaube, das wäre, glaube ich, zu cool. Das ist, glaube ich, nicht dem, was RTL da machen möchte. Die haben ja mit diesen zwei Camps experimentiert und die haben sich scheinbar damit nicht wohlgefühlt, warum auch immer. Ich würde halt. Ich glaube, in zwei Camps muss man das nicht machen, aber so eine Art künstliche Spaltung, so ein Element künstlicher Spaltung
ins Camp zu bringen, das halte ich eigentlich immer noch für eine gute Idee. Ja, aber das ist glaube ich, tatsächlich dagegen das, was sich der RTL da vorstellt. Die wollen, also vielleicht ist auch deren persönliche Herausforderung der Redaktion dort, ist, dass sie mit dem arbeiten, was sie haben, und ihre einzige Einflussmöglichkeit ist vielleicht da das Interview ab und zu, was ja noch ein bisschen verlogen ist, aber ja. Prinzipiell habe ich nicht den Eindruck, dass sie machen möchten, dass sie von Anfang an Leute explizit auf was aufteilen. Die freuen sich auch so ein bisschen drauf zu gucken, wo es dann alles hier hingeht. Dummerweise sind wir die ganze Zeit dabei und leiden halt manchmal drunter, wenn es halt nicht so läuft, wie man es sich halt gerne wünscht. Aber es ist halt schwierig, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, wir sind also einigermaßen unzufrieden mit dem Camp, beziehungsweise so halbwegs zufrieden, also findest du irgendwie so, boah, geht so. Ja. Eure Meinung würde uns natürlich wahnsinnig interessieren. Schreibt uns irgendwie auf allen unseren Kanälen, Twitter @dschungelpod, glaube ich, ne? Ja. Instagram @dschungelpodcast. Ja. Wir sind auch per E-Mail erreichbar über crew@dschungelpodcast.de. Oder sendet einfach an buschpost@dschungelpodcast.de. Kommt alles an. Genau. Genau. Was ihr aber nicht, was nicht ankommt, ist, wenn ihr koala@dschungelpodcast.de wählt. Das kommt nicht an. So, bewerbt euch alle für die Prince Damien Show von ITV. Schreibt uns, wie ihr das gefunden habt. Gebt uns ein paar Sterne bei iTunes. Apple Podcast. Empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächstes Jahr wieder, vermutlich. Ja, wir machen diesen ganzen große Wiedersehen und das Nachspiel-Ding, das ignorieren wir komplett, wie jedes Jahr. Das sage ich jetzt. Genau, das machen wir, das haben wir mal gemacht. Das hat nicht funktioniert und wir lassen es einfach sein. Haben keinen Bock mehr. Jetzt auch gut. Das reicht fürs Camp. Das reicht fürs Jahr 2020. Wir sehen uns. Hören uns nächstes Jahr wieder. Ihr dürft gerne in unseren anderen Podcast reinhören, Dennis. Ja. Wir haben einen anderen Podcast, der nennt sich Anycast. Das ist der Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Genau. Und da könnt ihr gerne reinhören. Da freuen wir uns. Genau. Der ist letztes Jahr auch so ein bisschen unregelmäßiger erschienen, aber das wird sich jetzt ändern. Wir haben jetzt auch tatsächlich schon einen Termin für eine nächste Aufzeichnung. Nächste Woche, glaube ich, schon, ne? Ja. Tatsächlich. Gibt's ja gar nicht. Nächste Woche nehmen wir schon auf und dann quatschen wir ein bisschen über dies und das. Richtig. Wir danken euch herzlich für eure Treue. Verneigen uns vor uns selbst hauptsächlich. Ja. Und kommen nicht mehr hoch. Und wünschen viel Spaß jetzt für euch für das Rest des Jahres mit Billie Eilish. Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.